Trainer Peter Stöger und Patrick Benz. Ja, ich darf den Peter bitten, vielleicht kurz ein Statement zum Spiel abzugeben und dann den Patrick und dann eure Fragen. Bitte, Peter. Ja, so logischerweise sind wir mit dem Punkt sehr zufrieden. Es war mehr als glücklicher Punkt vor dem zweiten Halbzeit, waren wir mit ganz, ganz wenig Möglichkeiten auch für Entlastung, und dann ist es halt auch schwierig, weil dann kommt auch Angriff nach dem anderen. Rapid hat für mich eine sehr gute Leistung geboten. Es war auch schwer für uns, und wir haben Gott sei Dank den Benzi heute gehabt. Habe ich selten gesehen, solche Bälle in einem Spiel zu halten. Deswegen gehört ihm natürlich auch der ganz, ganz große Anteil an diesem Punkt. Wie gesagt, glücklich ist er, deswegen nehmen wir ihn auch gerne mit, das ist auch klar. Die Spiele gibt es auch. Dankeschön. Danke, Peter. Patrick, heute einige Male gehört, Man of the Match, siehst du das auch so, oder wie war für dich das Spiel heute? Ja, ich glaube, ich bin da ganz beim Trainer, also mehr will ich da jetzt auch gar nicht dazu sagen. Ich glaube, der Trainer hat alles gesagt, und ja, natürlich aus meiner Sicht positiver, sage ich jetzt einmal so. Ich habe mir ein paar Mal auszeichnen können und einmal sagen können, dass ich der Mannschaft schon Rückhalt gebe auch, und dass ich halt von hinten für sie da bin, sage ich einmal so. Und ja, ich glaube, noch was Positives, dass wir in dem Stadion noch ungeschlagen sind. Danke, meine Herren. Fragen bitte. Christian Hakel beginnt, der Standard. Ab wann merkt man, das wird heute meine Partie? Ist es noch der ersten Parade so, oder wie kommt er dann in so einen Lauf, in so einen Flow rein? Gibt es da irgendeinen Moment, wo man das spürt? Ich glaube, der erste Torschuss war da, also bin ich eigentlich nicht so gut in die Partie eingestartet. Muss man sich dann natürlich aufrappeln und fokussiert einfach bleiben, ganz normal. Ich glaube, wenn man dann zum Zweifeln anfängt, ist man da in der falschen Position oder auf der falschen Position, und ja, kommt man einfach in den Flow rein. Also viel kann ich da nicht dazu sagen. Das passiert dann einfach alles. Peter Klebel, Kronenzeitung. Wenn es so etwas wie das Spiel des Lebens gibt, war es bis jetzt das Spiel deines Lebens? Und Zusatzfrage gleich, welche war eigentlich die schwerste Abwehr? Nein, ich glaube nicht. Ich habe da in dem Stadion schon mal, glaube ich, auch gute Leistung geboten, da haben wir 1-0 gewonnen. Das, glaube ich, war ein bisschen schöner wie heute. Und sonst, wie war die zweite Frage? Das bin ich jetzt schon mal gefragt worden. Schwierig, also dem im Fuß, weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe. Also sowas habe ich noch nie gesehen von einem Tormann. Gut, gibt es weitere Fragen? Christian Hackl nochmal, bitte. Peter, ist es, was sagst du denn da in der Pause zum Beispiel? Schaut es jetzt auf die Defensive nur, oder wie, wann erkennt man, dass der Gegner sehr, sehr stark ist? Irgendwie, und was muss man als Trainer dann irgendwie ändern, vielleicht an der Taktik? Nein, wir wollten eigentlich also nicht nur auf die Defensive schauen. Ich glaube, die erste Halbzeit war okay, bis in die Endphase der ersten Halbzeit, wo die Corner-Serie war, wo wir dann richtige Probleme gehabt haben, und da schon ein paar Situationen waren, wo der Benz eben auch wirklich abgewehrt hat. Das war Hauptteil dessen, was wir besprochen haben, was wir verändern müssen von der Zuordnung. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass Rapid besser ins Spiel reinkommen sind. Wir haben ja nach dem 0-1 trotzdem reagiert und haben auch unsere zwei, drei kleinen Möglichkeiten gehabt, auch über Standards. Das haben wir auch gewusst, dass wir da Möglichkeiten gehabt hätten. Aber wenn ich die 90 Minuten dann anschaue, ist ja klar, dass das mehr als glücklich war. Aber rausgekommen sind wir nicht und haben gesagt, wir wollen verteidigen, sondern es ist ja klar, dass du auch nur dagegen halten kannst, wenn du in der Lage bist, Gegenstöße zu kreieren, wenn du mal Tempo rausnehmen kannst, wenn du mal Ballbesitzstaffetten spielen kannst. Das haben wir halt dann alles nicht geschafft, weil wir vielleicht nicht gut genug waren oder weil halt Rapid sehr, sehr aggressiv war, sehr, sehr giftig war, sehr, sehr gut gespielt hat. Das muss man halt vielleicht auch einmal in Erwägung ziehen, und vielleicht war beides zusammen, und deswegen hat es auch immer sehr, sehr viele Situationen gegeben, die der Benze halten musste. Ne?
Okay, ich sehe keine Handzeichen mehr. Dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Sonntagabend noch. Dankeschön, ja. Alles Gute. Ciao. Gesund bleiben.